Guten Tag. So, wieder. Vorletzten Kampf. Den haben wir hier auf der Karte. Ich muss mal wieder einen aussuchen. Oh Gott! Den schaffe ich ja niemals. Ja, hier ist Halbmittel, dann nehme ich den. Ich weiß gar nicht, ob ich im Kickboxer noch was brauchte. Bestimmt. Das ist auf jeden Fall noch was zu holen. Machen wir da noch mal. Schauen wir, was wir noch an Werbung machen sollten. Ein Radiointerview, das machen wir auch. Machen wir noch eine Autogrammstunde, Beliebtheit, Geld und Kampfhype. Ja. Und ich mache noch einmal Lernen. Lande 2, 3 Strike-Kombos. Das muss ich ja mal ausprobieren. Ich überlege gerade, habe ich es jemals geschafft, 3 Schläge zu machen? Obwohl, ja gut. Okay, 3er-Kombinationen sind in diesem Duell angesagt, aber nur mit Punches. Nur mit Punches? Großartige Kombination. Weiter. Hervorragende Kombination. Sehr gut. Deine Punches und deine Kombination sahen richtig klasse aus. Dirty Boxer. Gucken, was wir jetzt bekommen haben. Wir haben tatsächlich einen neuen Kick bekommen. Und zwar einen komplett neuen L2 und R1. Den Lead Crane Kick. Oh, der könnte böse wehtun. Und wir haben neue Kombos. Mutai Kombos. Hey, Carter Jonesy. Na? Du bist ja ganz nass. Setz dich da mal hin. Nicht ins Kabel beißen. So ist brav. Sorry. Also Superman Punch und ein Lead Hook danach. Und ein Superman Punch und ein Lead Leg Kick. Körper- und Ellbogenstoß. Bam, bam, bam. Na, schon krasse Sachen dabei, ey. Okay, haben wir da auch mal geguckt. Vorzüge, schauen wir mal, was das ist, genau. Erhöhter Schaden durch Punches und Ellbogen im Clinch. Oh ne, das brauche ich nicht. Dann haben wir hier noch lande 10 Kicks innerhalb von 30 Sekunden. Blitzangriff. Guck mal, was das ist.
Ich will jetzt in diesem Duell präzise Kicks sehen. Du musst eine möglichst hohe Trefferquote erzielen. Ja, so müssen die Kicks kommen. Präzise und hart. So reicht das noch nicht. Bleib dran. Weiter, das geht besser. Weiter so, schöner Kick. Das ist die Präzision, die ich sehen will. Nein, da erwarte ich mir mehr von dir. Präzise und hart, so will ich die Kicks sehen. So, einen neuen Vorzug. Guck mal, was das ist. Striking. Erhöhter Schaden durch Laufpunches. Okay. So, wir nähern uns ja langsam auch den 80er Werten. Ist ja auch schon mal was. Pressekonferenz. Und Sparring. Sehr gut abgeblockt. Toller Block. Ah, verdrückt. Sehr schöner Block. Na ja, gut, komm, soll reichen. Verursachter Schaden 3. Schauen wir mal. Bearbeite jetzt in diesem Drill mal den Kopf. Egal wie. Hauptsache heftig. Oh ja, weiter so. Mach weiter so. Tolle Kombination zum Kopf. Was für ein Kracher. Mach weiter so. Bleib dran, das geht besser. Guter Treffer. Oh, der war heftig. Guter Strike! Gib mir mehr von diesen Dingern! Nein, mehr Einsatz! Oh Gott! Guter Block! Oh, der hat gesessen! Weiter! Schöne Kombination zum Kopf! Ja, weiter so! Schöner Strike! Klasse Kombination zum Kopf! Weiter so! Oh ja, weiter so. Was für ein Kracher. Mach weiter so. Los jetzt, wieder in die dominante Position. Guter Treffer. Oh, der war heftig. Ja, gute Kombination zum Kopf. So muss das sein. Steh auf. Das kannst du doch wirklich besser. Klasse Block. Guter Strike. Gib mir mehr von diesen Dingern. Gute Kombination zum Kopf. Weiter jetzt. Los, raus, befrei dich.
Das kannst du besser. Komm! Oh, der hat gesessen. Weiter! Oh! Gar nicht so leicht. Konterkicks nach geblockten Kicks. Gucken wir mal, ob ich das anwenden kann. Ich mache Runde 2, versuche ich wieder. Kann ich noch irgendwas lernen? Vorne noch irgendwo einer da. Den machen wir den erstmal. Zeig mir in diesem Drill mal, wie präzise deine Kniestöße aus dem Clinch sind. Klasse Kontrolle im Clinch. Das war eine sehr vielversprechende Leistung. Ja, jetzt gemacht. Außer das, was da stand. Neuen Kick schon wieder, okay. Kombos. Na gut. Okay. Wir holen uns den Sieg. Jetzt auf dem Weg ins Oktagon und wirkt hoch motiviert. Gegen diesen Kämpfer haben es fast alle schwer, denn seine Schnelligkeit und seine Beweglichkeit machen ihn zu einem ganz, ganz unangenehmen Kontrahenten. Er weicht perfekt aus, er ist unberechenbar und seine Angriffe kommen immer wieder überraschend.
The Chosen One kommt jetzt aus dem Tunnel und wirkt sehr motiviert. Wir kennen ihn als Kickbox-Spezialisten und davon möchte er mit Sicherheit auch im heutigen Kampf eine Menge zeigen. Wenn er den einen oder anderen seiner tollen Kicks ins Ziel bringen kann, dann kann er sich den Sieg sichern. Sehen wir uns doch mal an, wer hier mit welchen Voraussetzungen in diesen Schwergewichtskampf geht. Beide Kämpfer sind ungefähr gleich alt, 2 Jahre Unterschied nur. Und blicken wir auch noch auf die Größe, da liegen beide leicht auseinander. Größer ist der Unterschied aber bei der Reichweite. Und hier ist Bruce Buffer mit der offiziellen Vorstellung. Ladies and gentlemen, this fight is 3 rounds in the UFC Heavyweight Division. Introducing first, fighting out of the blue corner. This man is a kickboxer, holding a professional record of 3 wins, 2 losses. He stands 63 inches tall, weighing in at 254 pounds. Fighting out of London, England, Bam Bam. And now introducing his opponent, fighting out of the red corner. A kickboxer, holding a professional record of 14 wins, no losses. He stands 6 feet 6 inches tall, weighing in at 239 pounds. Fighting out of Mecca, Saudi Arabia, the Chosen One. And when the action begins, our referee in charge, Dan Mergliotta. Dan Mergliotta ist das. Er wird diesen Kampf leiten. Wir gehen rein in den Kampf hier im Prudential Center in Newark, New Jersey. Er hat jetzt auch schon 3 Siege in Folge. 3 K.O.-Siege, um genau zu sein. Das sieht im Moment richtig gut aus, was er macht. Der Leg Kick ging daneben. Beeindruckender Kick zum Körper. Oh ja, satter Kick zum Bein. Oh, der ging voll zum Kopf. Oh, was für eine Lücke. Und dann kommt der Treffer. Dann kommt der grüne Haken zum Körper. Kick zum Kopf, aber zu unpräzise. Ja, gute Aktion, der Treffer mit dem Kick zum Kopf. Klasse, dieser Punch von Bam Bam. Ah, schöner Haken zum Kopf, aber daneben. Schöner Kopf. Hör auf rumzuspielen, Kämpfe. Ja, da ist er, da ist der Double Jab. Ah, der Punch ist von beiden. Sehr schöner Kick zum Bein. Gescheitert mit der rechten Geraden. Saubere Links-Rechts-Kombination von Bam Bam. Toller Punch, da ist der Treffer. Oh, was für ein Kick. Oh, wieder nicht ganz. Toller Treffer mit diesem rechten Punch. Der Punch kommt an. Starker Kick, aber die Deckung steht. Starker Roundhouse-Kick vom Körper. Sauberer Kniestoß zum Körper. Oh, der Treffer zeigt Wirkung. Heftiger Kick zum Bein. Das artet in eine wilde Prügelei aus. Wow, starker Kick zum Kopf. Gute Technik. Oh, daneben. Schöner Kick, aber Schade. Da ist der Block. Oh, ein Inside-Leg-Kick von The Chosen One. Gut, hat er. Ja, schön, wie er den Kick da fängt. Er ist benommen. Schöner Treffer. Oh, hätte er gesessen. Oh, ein klarer Wirkungstreffer. Starker Kick zum Kopf. Nein, so eine Chance lässt er sich nicht entgehen. Guter Treffer, schöner Haken zum Körper. Ja, da ist der Kick schon. Er trifft mit der linken. Sehr schön, starke Kombination.
Ein kleiner Weg. Wäre Treffer von beiden. Oh, da war er Erster. Ich fasse es nicht. Jedes Mal in diesem Fixspiel. Da schlägt der Punch an. Es geht weiter. Runde 2. Ja, super abgewehrt. Schöner Treffer. Oh, er ist angeschlagen. Oh, hätte der gesessen, der wäre so im ganzen Ring geflogen. Schöner Punch von Bam Bam. Oh, heftiger Kick zum Bein. Sehr guter der Kick. Exzellenter Jump. Oh, der Haken hätte übel werden können. Hier haben wir die Gesamtzahl der heutigen Treffer. Bam, bam, schlägt einen Jab, aber daneben. Ja, guter Schlag von The Chosen One. Der Schlag geht daneben. Das meine Güte, hau ab! Von Bam Bam. Oh ja, was für eine Kombination. Oh ja, den Inside Leg, den bringt er gut. Der Schlag geht daneben. Headkick, aber abgeblockt. Treffer mit diesem Punch. Lasse Treffer mit dem Kick. Er wechselt in die Rechtsauslage. Kick zum Kopf, aber abgeblockt. Ja, gute Arbeit mit dem Kick. Oh, der Treffer zeigt Wirkung. Keine Ausdauer, habe ich gar nicht drauf geachtet. Er trifft ihn. Der war knapp. Starker Versuch mit dem Kick. Oh, oh ja. Ja, die Prellung am Oberkörper wird schlimmer. Bei dem Haken hat leider die Präzision gefehlt. Guter Kick von The Chosen One. Was für ein Kick zum Kopf, er ist benommen. Habe ich geblockt. Und jetzt ist er wieder angeschlagen. Ich habe keine Ausdauer mehr. Ah, ein fantastischer Block. Wir sind in der letzten Minute der zweiten Runde. Ja, ja, der kommt an. Oh, 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 er hat ihn wieder erwischt. Unfassbar. Noch 30 Sekunden, oh, dann ist die Runde vorbei. Erwischt. Wie er seinen Gegner hier mit dieser linken auf die Bretter geschickt hat. Bei dem K.O. hat wirklich. Bin nicht stolz auf meine Leistung, aber. Werfen wir jetzt einen Blick in die Wiederholung des Kampfes. Da ist der Kick wunderbar gemacht, holt sich den Niederschlag. Sehen wir uns diesen harten Kick nochmal an. Das ist der Sieger in diesem Fight und das war ein toller K.O., der ihm am Ende diesen Sieg eingebracht hat. Bruce Buffer verkündet jetzt das offizielle Ergebnis. Ladies and gentlemen, Referee Dan Bergliotta has called a stop to this contest at 4 minutes, 34 seconds of round number 2. Declaring the winner by knockout, The Chosen One. Ladies and gentlemen, der Sieger durch Knockout. Puh. Was ich nicht verstehe ist, ich habe doch 15 Kämpfe. Wieso habe ich erst Wieso habe ich erst 12 Siege in Folge?
Zählen die ersten nicht? Bis dann!